das haben wir wieder. Zurück nach dem Rollback auf 11.41. Und ich muss sagen, viel schöner ist das mit der Farbe nicht geworden. Also es könnte irgendwie wirklich am Wetter liegen, dass wir richtig mieses Wetter, Licht und überhaupt. Und deswegen werde ich daran jetzt rumschrauben, einfach um es schöner zu machen. Ja, wir customizen das Ganze und sagen einfach manually configured und die Wolken kommen nach oben und dann kommt die Visibility auch nach oben. Ja, so 17 Meilen, sagen wir mal, ne? Und schwupp, ist die Welt ein bisschen bunter. Oh, viel schöner auch, ne? Ja, es war nicht mehr wirklich echtes Echtwetter, aber Wind und Co. sind ja noch da. Es geht ja nur um die Wolken. Dann fliegen wir einfach mal los, würde ich sagen, ne? Ja, Bremse raus. Hab ich auch wirklich connected? Ja, es sieht fast so aus. Also, Gas, Brumm. Hallo, KLM. Ein schönes altes Weltkrieg II-Flugzeug mit Bugrad. Das finde ich immer sehr erfreulich. Und da die Strecke mal wieder ein Tick länger ist, ich glaube 132 Meilen, braucht man was etwas flotter ist. Kommt die P-38 ja durchaus in Frage, nicht wahr? Ja, hebt sich ganz von selber. Und zeigt auch an der Seite wieder mal der Apparillo an, dass wir eine butterweiche Landung hatten, was natürlich völliger Quatsch ist, macht er jedes Mal. Ja, aber so ist das ja mit Gratis-Plugins. Oh ja, man merkt auch sofort, hier muss ich ordentlich gegentrimmen. Die Kiste hat ein paar PS mehr als zwingend nötig. Ich finde es aber immer noch relativ farblos, oder täusche ich mich? Oder habe ich es halt mit den Augen? Also meine Anzeigen jedenfalls hier auf dem Tablet, die sind genauso farbig wie sonst auch. Na, wo wollen wir denn hin? Oh, die Richtung stimmt ja schon fast, die Richtung. Weg vom Moloch Kinshasa, der sich hier in alle Richtungen erstreckt, wie ich das mal sagen möchte. Drehen wir leicht Richtung der nächsten Wolke, die auf irgendeinem Satellitenbild liegt. Wie hoch sind wir? Wir sind schon bei 2000 und ein paar zerquetschten. Kinshasa liegt anscheinend etwas höher. Da würde ich sagen, klettern wir einfach mal. Oh, ich habe die Augenkamera, kann schon aus. Ist das schön, wie das funktioniert, ne? So, hier sind wir bei 2.8. 2.9. Ja, so eine Militärmaschine, ne? Die zieht halt ein bisschen besser durch. Wir brauchen auch ein bisschen mehr, ne? Wo wir schon mal dabei sind. So 4 können wir ja mal fliegen. Ich habe mir die Wolken hochgeschoben und weiß jetzt, da ist heute mal genug Platz. So, 3.7, 3.8, 3.9. Es geht schon recht flott. Klick und Klack. Höhe halten. NAV machen. Na komm, mach NAV. GPS ist angeschaltet. Geschwindigkeit. Ja, wie schnell kann das gute Stück? Er hat ein Drehzahlmesser ohne roten Bereich, wie es aussieht. Doch, da oben ist er. Manifold Pressure, nee, das ist was anderes. Wir fliegen jetzt mit etwas über 200 Meilen pro Stunde. In Knoten ist es natürlich wieder was anderes. Suction, Fuel. Zündung. Ja, wo ist denn der Drehzahlmesser? Volt Ampere. Da, Temperatur. In Grad Celsius, Round per Minutes. Das ist kein roter Bereich. Tja, dann wird es halt so sein. Ne? Dann sind wohl 210 nichts Besonderes. Mit 210 Meilen pro Stunde hätten wir 34 Minuten Flugzeit. Also gebe ich hier mal tüchtig Gas und guck mal, was passiert. Während wir Gas geben, können wir natürlich wieder ums Flugzeug laufen und Fotos schießen. Ja, das tun wir auch, ne? In den Farben der Royal Air Force. Oh, wir haben Bomben an Bord. Hoffentlich gibt das keine Probleme bei der Einreise. Also in Deutschland würden sie garantiert die Papiere dafür sehen wollen. Aber wir haben auch eine gesunde Bordbewaffnung. Gibt doch bestimmt einen Knopf für Bomben abwerfen. Oh, guck mal, es kommt ein bisschen schick aus, ne? Richtig, weil wenn wir ein Foto machen wollen, allerdings haben wir ja auch schon wieder jede Menge weiße. Ja, es ist keine Wolke, das ist schon wieder irgendwas, wo Daten fehlen. Aber das ist so abgerissen, so abeckig und so klein, dass ich mal sagen würde, da gab es technisch irgendwelche Probleme. Und zwar nicht bei mir, sondern schon
bei der Satellitenbildherstellung. Gut, also den weiter ran kann ich. Kann ich mit dem Scrollrad vielleicht noch zusätzlich ran? Ja! Na, guck mal! Das ist ja ein bisschen höher, ne? So, ja, das ist mal richtig dicht dran. Dann machen wir hier mal ein Foto von. Naps. Dann scroll ich mich mit dem Rad wieder raus und mache den Rest mit den Cursor-Tasten. Da sind wir auch über allen eventuellen Schreckhöhen, falls doch noch Berge kommen. Dann müssen wir wieder den hier machen. Und das funktioniert, die Rückmeldung auch hier auf dem Tablet ist immer eine tolle Sache. Ja, endlich funktioniert mal alles, aber das Bild ist immer noch verschwunden hier, naja. So, da kommt noch der Leseronkel, wenn ich die Taste treffe. So, ja, dann gucken wir uns das doch mal näher an. Wo fliegen wir hin? Mutu oder so in den Mboso oder in Kongo. Da. Banza Kongo. 132 Meilen. Ist das wirklich so? Ja, M-Apostroph Banza. Naja, gucken wir uns den Bonzo mal an, ne? Banza. Das klingt irgendwie mit Anlauf, ne? Banza. Ich frage mich auch, wie das hier geschrieben wird, ne? Die Apostrophe gibt es ja mehrere mit M-Banza. Mal gucken, oder Apostroph? Ja, kennt er. Weil es gibt ja auf der Tastatur einen senkrechten Apostroph, Accent aigu, Accent grave und was weiß ich nicht alles. Ja, oh, das ist aber wenig. Die Mbanza sind eine Ethnie in der Demokratischen Republik Kongo. Sie stellen dort eine relativ große Volksgruppe von etwa 500.000 Personen, bla 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 bla. Das ist aber nicht die Stadt, die ich suche. Also, Mbanza. Guru Mbanza Kongo. Mal schauen. Eine Stadt in Angola. Was? Doch, also von der Karte her könnte das tatsächlich passen. Mbanza Kongo heißt die Stadt. Auch von der, ja doch, von der Geografie passt das auch. Nicht, dass ich euch mit Corona infiziere oder was viel schlimmer wäre, wenn ihr mich mit Corona infiziert. Wo bin ich jetzt gelandet? Da. Ja, hier ist eine Landesgrenze. Also wir sind in Angola. Nein, sind wir noch nicht, aber wir werden bald in Angola sein. Wenn ihr also irgendwelche politischen Geschichtchen habt, wäre es jetzt Zeit noch abzuspringen. So, damit ihr auf dem Laufenden seid. Also, eine Stadt in Angola mit ungefähr 212.000 Einwohnern. Nordwesten des Landes, unweit zur Grenze zur Demokratischen Republik Kongo. Also wichtig ist wirklich, die Stadt heißt Mbanza Kongo. Wird wahrscheinlich anders ausgesprochen, aber ich erwähne das einfach mal so. Geschichte. So, Mbanza Kongo war die Hauptstadt des Königreiches. Nein, des Kongo-Reiches. Da haben sie mich aber aufs Glatteis geführt. Also, war die. Ich darf hier nicht gegenkommen, sonst schaltet sich der Autopilot ab und wir werden alle eines grausigen Todes sterben. Wie flott sind wir eigentlich? 248 Knoten. Er sagt mir hier nur 230, aber das wird wahrscheinlich dann. Wir haben Gegenwind, einen Knoten, also. Ground Speed oder True Air Speed kann eigentlich nicht so die Wahnsinnsunterschied machen. Na gut. Dann kann ich noch ein bisschen höher drehen. Wenn er da schon höher kann, dann drehe ich ihm auf 240 hoch. Angeblich haben wir immer noch 26 Minuten Flug. Ach, gehen wir auf 250. Sind Jäger. Was macht der mit links? Ja, ich schraube hier mal oben so weit wie geht. Mal schauen. Okay, jetzt kommt er langsam nicht mehr ganz so flott hinterher. Sagen wir 250 habe ich hier auf dem Display, 271 sagt er mir da. Dann schrauben wir mal bis 250 ab. Da tut er sich schon etwas schwer. So, ne, da 250, da 270. Merkwürdig. Aber es ist sehr viel grüner als vorher schon, ne? Sag ich mal. Bla bla bla. Des Kongo-Reichs. Ihr Name bedeutet Königshof Kongo oder Kongo-Stadt.
Bekannt ist die Stadt auch für die Ruinen einer im 16. Jahrhundert erbauten Kathedrale, die manche Angolaner als die älteste Kirche Afrikas südlich der Sahara ansehen. Hier ist ein Foto, aber ja, Ruinen halt, ne? Nach der Schlacht von Ambwila 1665 und der daraus resultierenden Zerschlagung des Kongo-Reichs durch Portugal sowie den darauffolgenden Bürgerkrieg wurde Mbasa-Kongo 1678 aufgegeben, 1705 aber von Kimpa-Vita und ihren Anhängern erneut besiedelt. Wenn man das da gewesen sein mag. Von 1570 bis zum Ende der portugiesischen Kolonialherrschaft 1975 trug die Stadt den portugiesischen Ortsnamen São Salvador do Congo. Oder meistens einfacher São Salvador. Der Erretter, ne? Salvador, der Erlöser, der Erretter, wörtlich betrachtet. So, Sehenswürdigkeiten. Die Ruinen des alten Königstadt, bla bla bla, archäologische Ausgrabung, bla bla bla, Überreste Königspalastes, bla bla bla. Überlege ich gerade, was für einen Königspalast haben die Ureinwohner mit ihren Speeren erbaut? Verwaltung, Söhne und Töchter der Stadt, siehe auch Weblinks Einzelnachweise. Das war's? Das alles? Ey Leute, ich muss hier Programm füllen. Wir sind mal gerade 11 Minuten unterwegs. Ja. Ja, dann rede ich einfach über etwas völlig Zusammenhangloses, nämlich, das wird sich auf diesen Kanal eventuell auswirken, ich habe wieder meinen Spaß an VR entdeckt. Das heißt, es wird erheblich Zeit kosten und das heißt, ich werde keine Zeit zum Fliegen haben hier. Was ich also in VR mache, da fliege ich eher nicht, weil, rede ich gleich nochmal drüber. Und jetzt gucke ich gerade nach einer besseren VR-Brille. Ich habe ja momentan die Acer Mixed Reality. Da habe ich mir jetzt mal was angeguckt über 2020, was sogar alles ganz toll ist und technisch super und überhaupt. Und dabei hat sich herausgestellt, es hat sich gar nicht so viel getan. Es gibt eigentlich keinen Grund, von Windows Mixed Reality abzuweichen. Es gibt eigentlich nur noch den Oculus Rift-Kram, der irgendwie teurer ist, aber nicht bedeutend besser. Und dann gibt es noch den, nicht, dass ich es durcheinander kriege. Also es gibt noch drei andere Hersteller, einen älteren und zwei neue, die so grotesk teuer sind, dass die Sache einfach gar keinen Sinn macht. Und letztlich landet man dann bei der besten VR-Brille für Windows Mixed Reality und da werde ich mal gucken in absehbarer Zeit, ob ich was kriege. Werden wir mal schauen. Ich bin geizig, ich will es gebraucht haben, nicht zu viel Geld ausgeben. Da habe ich dann zwei VR-Brillen hier liegen, die man nicht mal gleichzeitig nutzen kann. Es wäre übrigens toll, wenn man VR irgendwie zwei gleichzeitig machen könnte, weil dann könnte man einen zweiten neben ansetzen, der auch das miterlebt. Aber wie erlebt jemand etwas mit, was der andere erlebt? Weil dann würde man ja durch fremde Augen die Kopfdrehungen sehen. Naja. So, und was die Fliegerei angeht, ich bin damit rumgegondelt mit, was habe ich denn gemacht? Fly Insight habe ich, glaube ich, benutzt und Aero FS2 habe ich nochmal mit VR durch die Gegend gesegelt und habe festgestellt, letztlich von den Schaltmöglichkeiten bleibe ich bei X-Plane. Also X-Plane ist selbst in VR, auch wenn es nicht so optimiert ist, es ist nicht so flüssig, es ist nicht so toll, es ist alles nicht so toll wie diese speziell für VR gemachten. Aber ich meine, startet doch mal ein Airbus von Cold and Dark hoch und daran scheitert es schon. Bei FS2 beispielsweise, da startet man schon gar nicht erst auf der Startbahn, sondern irgendwo mitten im Flug. Und dann ist auch die Welt nicht so groß und also X-Plane schießt wie immer den Vogel ab. Derzeit noch. Es wird viel geredet über diesen Microsoft Flight Simulator 2020. Aber immer wenn ich diese Superhits sehe, oh, der kann das und der kann das und der kann das, dann sage ich mir, das kann X-Plane seit 2 Jahren. X-Plane seit 2 Jahren, dann können die alles schon. Ich warte also ab, bevor irgendwelche bezahlten YouTuber da irgendwas erzählen. Oh, es ist alles schön bunt jetzt. Warte ich lieber ab, was die Scheiße daher tatsächlich kann, bevor ich irgendwie sage, oh, ist das toll. Oh, da freue ich mich schon drauf, wenn das kommt. Ich warte es erstmal ab. Also Microsoft hat bis jetzt nie was Vernünftiges abgeliefert in Sachen Flugsimulator und hat es auch nie geschafft, das vernünftig neu zu machen. Naja, gucken wir mal, was kommt. Da war doch noch irgendwas, was mir einfiel. VR-Flugsimulator, genau. Und warum ich nicht Flugsimulator-VR-Videos mache, hat mehrere Gründe. Erstens, ein
Video von VR. Jetzt habe ich hier extra ein paar Videos angeguckt, wieder in VR. Es ist einfach auch nicht anders, als würdet ihr vor dem Bildschirm sitzen. Dieses einzigartige Erlebnis Virtual Reality, wo man in einem Flugzeug sitzt und rausguckt und Wolken und alles ist irgendwie echt und die Schalter sind genau vor einem. Das kann man in einem Video nicht wiedergeben, es geht nicht. Und dann hat es auch keinen Zweck, darüber Videos zu machen. Und das Zweite ist, es bleibt das gehabte Problem, es ist nichts da. Ich sehe alles und ich kann nichts davon anfassen. Ich kann mit dem Controller so Knips und ich kann Dreh und aber haptisch ist da gar nichts. Selbst das Steuerdingens muss ich mir vorstellen, weil man muss wirklich mit einer Hand so in der Luft hängen oder mit beiden und dann irgendwie steuern und eine Stunde lang die Arme hochhalten, weil da gibt es nichts, woran man sich festhalten könnte. Jetzt kann man natürlich sich einfach einen Controller dahin bauen und dann die Hände drauflegen und dann so lange hin und her hüpfen und immer wieder Reset drücken, bis man dann genau mit den Geschichten auf dem echten Controller drauf liegt. So, jetzt will ich Schalter drücken. Klonk, Tischkante. Klonk, Controller, Hinterkante. Klonk, man kommt an die Schalter nicht ran, weil da sind dann irgendwelche realen Dinge davor. Und unterm Strich für zwischendurch mal rumfliegen ist das ein super Erlebnis, aber ganz ehrlich, so auf Dauer, nee. So, was wollte ich noch? Genau, hier die Abo-Dings da ist verschwunden, die Grafik. Warum? Wahrscheinlich hat es wieder ein Update gegeben. Und da der Autopilot noch 16 Minuten vor sich hinfliegt, würde ich sagen, springen wir mal hierher. Ist doch der richtige, ne? Ja. Und da muss ich dann die X-Plane-Seite aufrufen. Das ist dasselbe praktisch, was ich jetzt hier auf dem Tablet drauf habe. Und ich guck mal, hier ist das Bild nämlich zu sehen und da ist es nicht zu sehen. Ich versuche es jetzt mal mit dem Reload. Nein, hat nicht funktioniert. Dann gehe ich mal hier drauf. On Event, Switch over to. Genau. Ach, dass er vielleicht nicht wieder zurückswitcht. Das kann sein. Doch, hier. Change Icon to. Das ist völlig richtig. Das haben sie übrigens sehr schön gemacht. Das war vorher nicht so sichtbar. Das ist gerade heute ein Update gewesen. So, Change Icon from File. Ja, der hier, ne? Add. Dann kopiert er das rüber, verpasst ihm einen neuen komplizierten Namen. So, den mache ich jetzt klein. Und dann sage ich hier nochmal Reload. Und da ist der Abo-Knopf wieder. Haha! Also, habe ich wieder irgendwas entdeckt, wo sie das nicht so wirklich gut... Wo sie nicht alle Möglichkeiten und alle Fälle... Wieso ist der FPS-Knopf da unten eigentlich fast schwarz? Jetzt haben wir bis 37, 36, 32 FPS. Mal gucken. Da oben. Das ist die X-Plane-eigene Seite. Das sind immer dieselben Zahlen letztlich, ne? Die kann auch wieder weg. Aber warum ist der Knopf fast schwarz? Habe ich da wahrscheinlich auch irgendwo beim Update irgendwas nicht korrekt übernommen worden und dann ist er halt fast schwarz. Na gut, ich brauche jetzt sowieso die Airports. Da fehlt auch das Logo. Cockpit fehlt das Logo. Circle fehlt das Logo. Main fehlt das Logo. Na schön, kann ich nachher mal machen. Ne? Deswegen update ich ungern. Auch hier für OBS lauert, glaube ich, auch schon wieder ein Update. Wo ich sage, nee, kein lustiger Scheiß 19 programmieren. Ich kenn das schon. So, 14 Minuten bis zur Landung. Ich denke mal, da kürzen wir es einfach gnadenlos ab. Ich gucke mir vorher nochmal an, wo es hingeht. Ja, da fliegen wir in rechten Winkel. Haben wir da ILS? Ich weiß es nicht. Dann werden wir uns jetzt mal versetzen hier. Eine Versetzung beantragen. Move Map. Naja, ich gehe mal hier hin, in der Hoffnung, nicht auf irgendeinen Berg drauf zu fliegen. Set Position, gut festhalten, Leute. Und auch, ja, geht das schön schnell. So, dann können wir jetzt auf der Minimap sehen, ob es da ILS gibt. Nein, es gibt kein ILS. Demzufolge brauchen wir uns um irgendwelche Details auch keine großartigen Sorgen zu machen. Es gibt keine und wir fliegen... Wenn ich das richtig sehe, im Moment nicht über Satellitenbild, oder doch? Weil da an der Seite, das ist doch, ist das künstlich? Tja, ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Es ist halt einheitlich Regenwald, na, tiefster Kongo halt. Fussel ich mich gerade? Nein, alles entfusselt, sehr gut. Tja, keine Ahnung.
2 Minuten bis zur Landung. Ja, dann sollte ich vielleicht mich schon mal so langsam doch vorbereiten. Zum Beispiel sollte ich Höhe abbauen. Ne, erstmal Geschwindigkeit. Geschwindigkeit abbauen ist schon mal wichtig. Geh mal runter auf 170. Ich habe sowieso keine Ahnung, wie langsam ich mit dem Ding fliegen darf, wenn ich Landeklappen ausfahre. Höhe. Geh mal ganz fix runter auf 2000 Fuß. So, kontrollierter Absturz. Ja, es geht rasant bergab mit uns. Gott sei Dank. An dieser Stelle drehen wir jetzt auf das Flugfeld zu, das irgendwie beunruhigend dicht dran sein dürfte. Ja, sieht das irgendwie nach einem Flugfeld aus? Ich weiß nicht so recht. Aber muss es wohl, ne? Haben wir hier irgendwelche Texte von wegen fliegt nicht langsamer als? Tja. Ist übrigens ein Freeware-Flugzeug, also von daher... Ah, da ist irgendwelcher Text, ne? Flap Warning, na also, Amerikaner halt. Do not operate extend flaps above 150 Meilen pro Stunde. Und also, wenn ich bei 150 bin, ist alles gut. Dann gehen wir jetzt erstmal... Was ist eigentlich die Landebahn? Ich muss doch schon fast drüber sein. Speed runter. 150. Flaps rausfahren. Oh, da oben fliegt ja einiges rum in der Gegend, ne? Ah, Mountainkamera. Oh, die Nase ist aber hoch. Das sieht gar nicht gut aus. Ganz viele Flaps raus. Und ich würde sagen, oh, die Trümmung geht hoch. Meine Herren. Oh, Fahrwerk ist noch nicht raus, aber jetzt. Geschwindigkeit, volle Granate raus. Trümmung, völlige Katastrophe. Aber grundsätzlich müsste man das eigentlich noch hinkriegen hier, ne? Ist ja ein Jäger, der kann das. So, 114 Meilen pro Stunde ist vielleicht ein bisschen mau. Ah. Hätte das jetzt geklappt? 5G. Ich glaube, 5G hätten wahrscheinlich nicht mehr funktioniert. Ah, ich habe mir einen Frosch in den Hals gequatscht. So, wo müssen wir hin? Da müssen wir hin. Ja, dann muss ich nächstes Mal vielleicht ein bisschen früher daran denken, die Höhe zu verringern. So, fahre ich jetzt da ganz hinten rum oder fahre ich querbeet? Ich glaube, ich habe hier ein Flugzeug aus dem Zweiten Weltkrieg, das kann querbeet. Das kann auch von Graspisten. Und man merkt, er hat reichlich PS. Das finde ich natürlich gut. Und rollt auch gut über Gras hier. Völlig problemlos. So, stellen wir uns hier mal einfach dazwischen. Weil da fallen wir auch so richtig auf. Ja, mit so einem Flugzeug kann man angeben. So, da bleiben wir stehen. Handbremse an. Motoren aus. Sehr schön. Der kann weg. Der kann auch weg. Dann gucken wir nach draußen. Ja. Ne, für ein Freeware-Flugzeug ganz okay. Flaps, kann ich den nur einfahren oder habe ich den Strom schon abgedreht? Naja. Ja, dann gucken wir uns mal um. Das ist ja etwas kurz gekommen. Oh, die Stadt liegt irgendwie so ein bisschen an der Kante von irgendwas, ne? Es kann allerdings auch immer ein Problem sein mit, wie heißt es noch, das Dingens hier, Auto 4XP, der manchmal sehr seltsame Dinge zusammenschraubt. Aber egal. Sehen wir, dann ist alles nicht so eng heute. Alt A, nee, Alt R. R wie Replay. Mit einem schönen, kehligen R wie Replay. Das klingt sehr englisch. So, das wird jetzt ja lustig. Da habe ich die Flaps schon rausgefahren. Ja, komm, das geht. Wir sind so zeitig da jetzt. Was haben wir denn? 24 Minuten. Ich
wollte auch noch nach dem Bombenabwurfknopf gucken. Ich weiß, es gibt eine Bombenabwurffunktion. Und da oben fliegen sie rum. Guckt euch das mal an da. Wie die Spatzen. So, die Flaps sind raus. Jetzt wird mir klar, wo ich bin. Und jetzt wird's hektisch. Ja, das war das Abschalten des Autopiloten. Das hätte ich Bomben sowieso vorher abwerfen sollen, ne? Vor so einer Landung. Gerade vor so einer Landung. Wieso sind die Autos, die Straßen nicht durchsichtig? Fällt mir gerade so auf. Ich glaube, beim Hin- und Her-Rollen sind einige Dateien... Ach, das hätte aber überlebt, denke ich. Sind einige Dateien wieder eingesetzt worden, die ich verändert hatte. Da muss ich da erstmal gucken. Obwohl, die Bäume sind auch schön bunt. Also, das scheint zu stimmen. Ja, wunderbar. Hat doch geklappt. Also, jetzt mein Augenmaß sagt, das hätten wir überlebt. Naja. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Warum muss ich da immer zweimal drauf drücken?